Herzlich willkommen in Seppon am wunderschönen Millstätter See. Mein Name ist Wolfgang Kliner, ich bin Bürgermeister der 6.500 Einwohnergemeinde. Und wir sind hier eingebettet in der Region Oberkärnten. In der Nähe liegt die Bezirksstadt Spital an der Drau, unser Hausberg der Tschirnok bis zum wunderschönen Millstätter See. Ja, Seppon ist in vielerlei Hinsicht ein attraktiver Ort, ein Luftkurort, auf das wir sehr stolz sind. Und wir legen sehr viel Wert auf die Betreuung unserer Kinder, auf die Bildung. Und wir haben in Seppon 3 Volksschulen anzubieten, 3 Kindergärten und auch für die ganz Kleinen eine Krabbelstube. Und besonders zu erwähnen sind die Sepponer Seesternchen, vor allem für Hinzugezogene, die hier Kontakt schließen können. Hier werden ca. 600 Kinder versorgt und wie Sie hören, die Kinder fühlen sich hier sehr wohl. Unser Ort ist auch als Wirtschaftsstandort sehr attraktiv und interessant. Wir sind geografisch an der Dauernautobahn A10 sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden und liegen dort zwischen dem Bundesland Salzburg, aber auch den 3 Ländereck, so dass wir sehr gut zu erreichen sind. Über 400 Betriebe bieten hier über 1000 Arbeitsplätze. Wir haben im Ort alles, was wir für den täglichen Lebensgebrauch eben benötigen und setzen auch sehr stark auf Regionalität. Das heißt, alle Produkte, die unsere Landwirte erzeugen, werden hier angeboten. 5 Feuerwehren mit 250 Einsatzkräften, Polizei, Bergrettung, Wasserrettung, das Rote Kreuz sorgen für die Sicherheit in unserem Ort. Auch ein Ärzteteam steht für die gesundheitliche Versorgung zur Verfügung. Und auch in der Nähe in der Bezirksstadt Spital ist ein Krankenhaus. Ja, wir befinden uns jetzt an einem der schönsten Plätze in unserem Ort, im Rosenpark. Wir legen besonderen Wert auf Blumenschmuck und Ortsbildpflege und vor allem der Sommertourismus ist für uns ein wichtiger Wirtschaftszweig und wir haben hier wirklich für die Gäste sehr viel anzubieten, vom Wandern bis zu einem Sprung in den Millstätter See als Badesee, weit über unsere Grenzen hinaus bekannt. Wir befinden uns jetzt hier in den Bonsai-Gärten, das eine über 40-jährige Tradition schon hat und ist ein Publikumsmagnet. Wir unterhalten auch Kontakte in die Stadt Saitō nach Japan und es finden hier, so wie in Rosenpark und unsere Parkanlagen, Hochzeiten statt, Feste. Und erwähnen möchte ich auch noch, dass wir eine lange Geschichte haben, das zurückgeht ins 12. Jahrhundert mit der Burg Sommereck. Für mich ist Seppon der Garten Eden. Im Paradies kann es nicht schöner sein. Und so entdecken Sie Seppon. Und ich würde Sie herzlich hierher einladen. Musik.